So. Hallo hier beim 11. Aufnahmetag. Es ist wie immer alles supi. Wir haben auch Strom und wir legen viel los und haben alles im Griff. Was ist so wie immer? Es ist nichts aufgeräumt. Es sieht aus wie Schwein. Ja. Das ist Arbeit. Das zeugt davon, dass wir keine Zeit zum Aufräumen haben, weil wir einfach viel zu tun haben und produktiv sind. Jetzt geht's weiter. Bisschen schneiden, wie es der Jürgen genannt hat, und dann singen. Und dann? Das Wichtigste, Mittagessen. Zu albern macht uns reines Bier, darum bestellen wir. Sind die denn ein bisschen bescheuert eigentlich, hä? Hast du schnell die Protoseiten zugemacht, hä? So, die Pornoseite ist jetzt so zu, ich zieh mir jetzt wieder was an. Hier probiert sich einer. Er kriegt das dann aber nicht hin. Deswegen muss ich das dann wieder machen. So, Jürgen, kannst losgehen! Und wie macht er sich? Also er macht sich super. Es ist zwar nicht ganz timinggenau, aber das wird gerade hier gecuttet. Auch ich lasse es mir ab und zu gut gehen. Und Jungs, zufrieden? Hauen wir mal. So, der Jürgen verlässt uns wieder. Unser Star-Pianist aus Fernost. Wenn ich weg bin. Wenn ich dann weg bin. Macht was. Sonst setzt was. Ja. So, das war unser 11. Studioaufnahmetag. Und das, was wir jetzt gerade gesungen haben, bleibt definitiv auch ein Geheimnis, bis die CD fertig ist. Besser ist. Ein wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Studiotag Nummer 12. 12. Dreh meine Eier. Heute mit dabei meine wunderschöne Assistentin. Und zwar. Oh, das müssen wir nochmal. Ich zeig. Der Björn hat sogar Eier in der Hose. Warte, geht gleich los. Einen wunderschönen guten Tag zu Studiotag Nummer 12. Der Björn hat Eier. Eier in der Hose. Eier in der Hose. Ich habe wieder mal Eier. Ja, wir sind gerade bei einem Lied. Dieses Lied nennt sich Bockwurst. Echt? Naja, so. ich denke eher, es heißt eher... Das ist der Arbeitstitel. Das ist der Arbeitstitel. Es wird wohl eher darauf hinauslaufen, um auf die Verbindung zu bekommen. Kaufe A, möchte lösen, Bockwurst. Hat also ein bisschen was mit Glücksrad zu tun, wer das noch kennt von früher. Muss man immer ein Vokal, muss man ja kaufen. Und macht ja total viel Sinn, wenn man ein A kauft, dann lösen möchte und dann Bockwurst sagt, wo gar kein A drin ist. Also es geht um einen Menschen, der da ein bisschen wirr im Kopf ist. Hey, süßes Playback! Mittag! Hast du etwa keinen Hunger? So. Ich habe gerade gefrühstückt, daher ist das jetzt nur aus Anstand, dass ich mit esse. Was ist mit dem zweiten Take? Willst du denn nicht gleich dran machen? Nein, schaffe ich mit der Luft mehr. Du Loser. Na, was ist denn los? Sag mal, was haben sie mit dir gemacht? Die haben mich nicht schlafen lassen. Das wird alles wieder gut, mein Kleiner. Bernie. Du hast gar nichts zu sagen, das zu arbeiten. Mach ich. So, der Schlagzeuger hat wieder mal seinen ganzen Krempel mitgebracht, damit die Jungs hier was einspielen können. Seine Gitarre hat der Schlagzeuger mitgebracht. Sein Gitarrenboard. Seine Soundkarte.
Hey, gibt dir jetzt jemand an? Sein Computer. Hier, wir gedenken an Green Day, die diese Woche in Deutschland sind. Why aren't you gotta love? Was haben wir gesagt? Die faule Sau. Faule Sau haben wir gesagt. Hm. Der ist schon wieder müde. Na René, erzähl mal, was machst denn du gerade? Also ich zeig guten Willen, ja? Um auch meinen Text mit der CD beizusteuern. Und muss sagen, dass ich heute früh, in aller Frühe, schon angefangen habe damit und bin gut vorangekommen. Hab jetzt allerdings so einen kleinen Hänger! Dann hilft Hänger. Mir der Jürgen aber auch. Aber da helfe ich ein bisschen. Und das kannst du. Ich bin des Deutschen mächtig, ja. Eine Cola her, eine Kippe an, überleg mal dann, wie es klappen kann. Problem gelöst, fast durchgedreht. Wir sind safe. Soundcheck geht. Jetzt, der nächste Plan ist noch ein bisschen aufnehmen, dann müssen wir irgendwie alle weg. So 16 Uhr. Also ich gehe arbeiten, was macht ihr? Feiern. Und du? Okay. Ich gehe arbeiten. Also ich bin der Einzige, der was Vernünftiges tut, okay. So Björn, erklär mal den Leuten, was du heute hier machst. Ach nee. Ach, schon wieder schneiden. Hm. Mhm. Du hättest auch hier bloß so eine Schere zeigen können, so. Ja. Peace. Ja, und es geht um welches Lied, also es, so viel ist zu verraten, es ist ein Lied, bei dem man durchaus Hunger bekommen kann, ja? Ja, es geht um die nette Konditorin. Ja. Die, also entweder die Konditorin versteht was falsch oder ich. Achso, es geht also um Missverständnisse in der Konditorei. In der Konditorei, genau. Ja. Bist du gut drauf? Aber keine Zeit haben. Aber keine Zeit haben, ne? Ja, ich hab keine Zeit. Aber für gut drauf sein muss man sich manchmal Zeit nehmen, ne? Yeah! Ja, und also Björn hat auch die Sonne im Gesicht. So, wir beenden übrigens den Aufnahmetag heute, um Mitten zu essen. Um arbeiten zu gehen, zu feiern. Probe vorbereiten. Also um die Probe vorzubereiten. Leute, ciao. Hey. Yeah.